Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, wurde der erste Part mittlerweile gemutet. Deswegen habe ich ihn runtergenommen und es einfach rausgeschnibbelt. Aber ich habe natürlich noch versucht, ein bisschen Service zu betreiben. In Form von, ich habe versucht zu singen. Ja, das habt ihr richtig gehört. Der sollte vielleicht sogar schon vor diesem Part online sein. Das kann ich aber nicht versprechen. Das ist eher unwahrscheinlich sogar fast. Weil ich es jetzt noch rendern muss, nachdem ich das aufgenommen habe. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ich weiß, ich kann nicht singen. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Seht es als Fanservice oder als von mir aus jemanden zu quälen. Könnt ihr es auch jemandem zeigen. Das wäre auch okay. Aber ich wollte die Sequenz einfach irgendwie drin lassen. Und nur muten ist halt langweilig. Und wenn es auch gefleckt wird, dann liegt es echt nur noch an der Melodie, weil singe bin nur noch ich zu hören. Zumindest sozusagen. Aber na gut, das werden wir sehen, wie das ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Und hier wird auch irgendwo Piccolo gestanden. Wo ist er denn jetzt? Ich will doch in sein Training. Amura, hatten wir das schon? Ja. Jo, ja, genau, ach ja, die sich nur Kleingeld wünscht, weil, keine Ahnung, das toll findet. Jetzt steht er hier, ist wieder hier, na egal. Jo, Piccolo, jo, alter Haudegen. Hast du meine, ja, ich will, in Ordnung, dann lass mich deine Entschlossenheit testen. Kämpfe gegen mich und zeig mir deine Stärke, ich kämpfe erst. Was? Das habe ich jetzt falsch gelesen, glaube ich. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Das ist, was du wolltest. Dafür bringe ich dir eine spezielle Fähigkeit bei, wenn du mich besiegst. Wachse oder stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Gib alles, was du hast. Das soll nicht langweilig sein. Und jetzt geht's los. Guck mir ja so vor wie, ich möchte ein Spiel spielen. okay. Werden wir sehen, wie weit wir ihn schnetzeln müssen. Yeah. Jetzt habe ich die Steuerung schon fast wieder vergessen. Aber das werde ich noch irgendwie hinkriegen. Jo, wow, da war ich das schon aus, die Sau. Geht's ja noch gut? Oh, wow. Aua! So. Das war verteidigen? Okay. Das war geplant. Zack, zack, zack. Aber ich bin gespannt, was du uns beibringst. Kann ja eigentlich nur Höllenspirale sein, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Zack. Oh. Ja. Ansonsten. Ich habe jemandem versprochen, ein paar Hintergrundinfos zu Dragon Ball zu liefern. Ist aber schon ein bisschen schwer. Oh, ist das schön. Geschafft. Ja, und in Dragon Ball war Piccolo mal ein Feind. Und als Son Goku seinen Vater besiegt hat, dann wurde er als Ei ausgespuckt und wollte sich an Son Goku rächen. Böse Sprengung, okay. Und irgendwann hat er dann sozusagen die Seiten gewechselt. Also offiziell hat er uns immer wieder töten wollen, aber er hat dann Son Gohan zum Beispiel trainiert. Das reicht. Trunks hatte ja recht. Du hast Potenzial. Wie? Du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Pff, Bluff. Ich muss sehen, dass du den kleinen Chin der Zeit nicht runterziehst. Ich habe deine Stärke getestet. Du hast fürs Erste bestanden. Ab heute bist du mein Schüler. Ich werde dich schon nicht schonen. Die böse Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark eine Fähigkeit auch ist, wenn du sie nicht triffst, ist sie nutzlos. Meistere die böse Sprengung im Kampf, dann zeige ich dir mehr. Wenn du stärker bist, kämpfe mir erneut. Übe so lange echte Kämpfe. Piccolo ist jetzt mein Meister. Und wie ich gerade angesprochen habe, hat er Son Gohan mal trainiert. Und genau deswegen ist es einer meiner Beweggründe, ihn zu wählen. Als mein Meister. So, und jetzt fangen wir mal an hier ein bisschen. So, wir gehen hier Richtung Angriffe fürs Erste. So, so sieht es ja nicht schlecht aus. Und, ach, Entschuldigung, wir haben jetzt hier eine neue Technik gelernt. Und zwar haben wir den Superangriff Böse Sprengung. Feuere eine mächtige Keksplosion mit großer Reichweite. Du kannst die bis zu 3 Stufen aufgeladen werden können. Bin ich ja mal gespannt, wie die so ist. So, kann ich jetzt mit dir reden nochmal? Ja,
genau, was auch immer. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen PQ. PQ sind toll. Für mehr Ausrüstungsgegenstände. Und hier versuche ich, während des Let's Plays schon 100% zu erreichen. Und vielleicht mache ich es so, dass ich immer so ein Part Parallelquests mache und ein Part Story. Vielleicht kürze ich das dann auch mit so einer eckigen Klammer hinten ab, mit PQ und Story oder so. Am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemischt sein, aber ich denke, es werden mehr PQs hinzukommen. So, und zwar haben wir das schon gemacht. Das haben wir mit S bestanden. Das haben wir doch. Ups. Ja, ich dachte, ich kann jetzt sehen, was ich noch gewinnen kann. Das war jetzt ein Fehler. Bin ich zurück? Ja, wunderbar. So. Wir sind genau gleich hier vor. Jo. Und jetzt nochmal Angriff der Zeit schinden. Ja, jetzt wollte ich es eigentlich durchlesen, aber ich drück zu schnell. Damn, bitch. So. Wir spielen natürlich als wir. Das wird so ewig bleiben. Boah, nehmen wir Son Goku mit. Und hopp, wenn wir schon Super Vegeta haben. Nehmen wir Super Vegeta. Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 4 kam, glaube ich, erst ab GT vor. Son Gohan, Piccolo. Alle Team THP weg, oder Zeit abgelaufen. Mission Start. Was? Aha. Was? Sehen wir da eine Z-Zone? Achso, der hat sich aktiviert. Zack. Ach, der arme Jan-Schüler tut mir richtig leid. Okay, das heißt, es ist ein Nahkampfangriff, wie man sieht. Zack, okay. Das gefällt mir, dass es ein Nahkampfangriff ist. Ups. Was? Kann ich jetzt stehen, was, ne, schade. Ich dachte, man kann sehen, was für Dingens wir haben. Für Ziele. Zack, und jetzt laden wir das hier auf. Oh, das hat gut ausgerichtet. Das ist cool. So, okay. Und das Tenshin Han! Oh. Tenshin Han, sagte ich. Weißt du nicht, wie ich das jetzt genau gemacht habe? Ah, okay. Du musst einfach im richtigen Moment Viereck drücken. Viereck, sage ich jetzt. Ich wollte jetzt diese böse Sprengung noch machen, aber okay. Ja, das hast du natürlich. So, wo war das denn? Zah, das war, glaube ich, B, ne? Jawohl. Plupp. Wir haben noch ziemlich viel Zeit. Und Son Gohan als Kind. Genau das meinte ich. Das ist sogar zufälligerweise genau das, wo sie trainiert haben. Und ich habe Son Gohan schon immer geliebt. Also. Wow. Son Gohan. Ne, also ich habe ihn in der Serie geliebt, weil der hat sozusagen immer irgendwelche geilen Ausraster gehabt. Und er hat eigentlich versucht, mehr Richtung friedlich alles zu lösen. Und war aber trotzdem war einer der Stärkste. Mitunter. Und Shichi wollte halt aber nie, dass er kämpft, sondern eher was lernt. Und jetzt wieder runter. Da. Und das war die böse Sprengung komplett aufgeladen. So muss das sein. Ja, und jetzt kämpfen wir zu dritt gegen Piccolo. Also im Prinzip unser Meister. Zack, wir können zum Glück ausweichen. Piccolo, kennst du diese Technik? Oh, das war natürlich klar, weil es zu nah war. Wow, 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 wow. Übertreib mal nicht. Zack. Oh, die zockt sogar ein bisschen, was man so komplett auflädt. Aber wo Piccolo schon viel. Piccolo schon viel mehr aushält. Ja, das ist sehr fair. Vegeta guckt nur zu, aber es ist okay. Ja. Wow, das war die Höllenspirale. So, jetzt hat sie unsere Z-Zähne aktiviert und wir heilen uns wieder ein bisschen.
Was ich finde, der Vorteil ist, man kann dadurch gut testen, ob ich jetzt die Z-Seele danach noch habe oder nicht. Oh, war ein bisschen billig, der Finish. Was? Oh oh, ich glaube, Son Goku ist wütend. Zack. Hau ab, Son Goku. Schade, ich hab gehofft, ich kann es nochmal machen. Jawohl, das ging sogar nochmal. Also bis jetzt die Kämpfe. Oh. Noch relativ leicht, obwohl ich nicht gerade mehr viel Leben habe. So, wie mach ich. Ah, so. Sidestep, okay. Hier meine Teammates nur zugucken, aber ist okay. Das war so nicht ganz geplant. Ich habe die Son Goku's verwechselt. Zum Glück habe ich noch getroffen irgendwie. Ja, hopp, übertreib halt. Jo, hopp. Ja, das so kannst du jemand anders fokussieren. Alter, ich habe keine Lust, hier zu verlieren. Aber obwohl, ich habe ja, glaube ich, schon alles. Das war ja bei den Parallelen so. Oh. Ja, ist gut, ist gut. Das nenne ich Team Attack. Oh. Ich mach keinen Schaden, das ist so furchtbar. Viel aushalten tue ich auch nicht. Jetzt habe ich wieder keine Ki mehr. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, kann ich noch sterben. Boah, Alter, hab ich gerade Schwein gehabt. Jawoll! Hui! Und sich mal überlegt, dass die anderen nicht so viel gemacht haben? Ach Gott, was habe ich denn alles gekriegt? Nice! Und wieder ein Level aufschieben. Wupp, wupp, wupp. Und noch einer. Jupp, jupp, jupp. Und Son Gohan, dämonische Kleidung erhalten. Sehr schön. So muss das sein. Gott, jetzt habe ich, glaube ich, zwischendurch mal viel geredet, dann wieder nichts und da hockt wieder Piccolo. Guten Tag, Piccolo. Was sagt denn meine Anpassung? Wir haben was bekommen an der Hand. Son Gohan. Okay, es ist nur Handschuh. Gut, ja. Ups, dann. Warum ich. Ja, ups. Warum. Kommen wir jetzt eigentlich hier in der Pampa wieder raus? Was soll denn das? Raditz würde ich eigentlich auch noch gerne mal, noch mal versuchen. Aber ich gucke erstmal, ob wir ein Offline-Parallel-Quest haben. Neues? Ne, wir haben kein neues. Das ist schon mal okay. Da stehen auch alle Gegner. Plus Son Goku. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir noch einmal das Nappa-Gedöns. Raditz-Gedöns, Entschuldigung. Und dann machen wir noch eine Story. Das ist doch irgendwie noch ein Plan. Da gibt es nämlich ziemlich viel zu holen. Lass Papa in Ruhe, Kampf und Zug. Bevor ich da. Ja, halt die Klappe. Ich wollte nur mal was nachgucken, was ich nicht gesehen habe, also nicht drauf geachtet habe. Und zwar, die Z-Seele bleibt erhalten. Das ist sehr schön. So, dann machen wir nochmal alles. Ups. Einmal hoch. Ausdauer lassen wir auch. Auch machen wir mal Gesundheit. Noch hoch, ich will ein bisschen mehr aushalten können. So. Gerade jetzt, wie sieht's aus? Ajo, das schaffen wir doch locker easy. Weiß man nicht, warum ich das jetzt die ganze Zeit sag. So, Saiyajin Blut. Besiege Piccolo, Son Goku, alle Team mit TP weg und so weiter und so fort. Ja, wie wir verlieren, wissen wir schon, das haben wir schon gesehen. Ah, cool. Und Kumpel zockt jetzt auch gerade Lost Fantasy. Ich würde gerne. Genau, anwesend. Lost Fantasy heißt er.
Ja, wollte mich verarschen. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon um einiges härter. Obwohl jetzt nicht mehr so viel aushält wie vorher. Ich mache jetzt schon einiges mehr Schaden. Ja, Lost Fantasy hat sich auch geholt. Und das ist, der heißt in Hotz zum Beispiel Ebolax. Und mit dem werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwann spielen. Und zwar diese Online-Parallel-Quests. Ich wollte gerne dreimal ausweichen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, warum schlägst du ihn weg? Alter, Son Goku, ich bin doch hier. Ja, genau, das wollte ich tun. Ja, geh doch nicht auf, Alter. Ich dachte, Son Goku hat noch Ehre. Alter, verarschen. So, jetzt stirbt Son Goku. Da. Jetzt kommt wahrscheinlich kommt noch Son Gohan dazu. Deswegen gefallen mir meine HP gerade gar nicht. Ah, okay. Leider nicht getroffen, glaube ich. So, kommt er bestimmt so in Form von Lass Papa in Ruhe oder so. Deswegen gab es nämlich auch. Jawohl. Das ist wie in der Story. Also, was wir ja schon in der Story technisch gemacht haben. What? Was wir Story technisch ja schon gemacht haben, ist ja den geholfen anstatt Raditz. Jetzt machen wir gerade mal, als hätte. Ach verdammt, Raditz gewonnen. Also hoffen wir, dass wir es schaffen, weil irgendwo. So Gohan nervt schon irgendwie gerade. Das fährt er zum Beispiel nur ab. Das ist schön. Aua. So gehört das. Geschafft. Und da flog er nochmal runter. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann auch noch eine alternative Story weitergeht. Sozusagen. Kampfanzug Raditz, okay. Oder ob das einfach nur so eine Mission war. Einfach. Ist zwar töricht, mich mit so einer unangemessenen Stärke anzugreifen. Ich habe Kakarott eine Lektion erteilt. Sein Bruder trotzt man nicht. Er ist ein Schwächling geworden, aber es ist jetzt gut. Wenn er mit mir Planeten jagt, wird sein Saiyajin-Blut ihn wieder reizen. Okay. Ja, gut. Ich habe gerade, jetzt kriegt man so ein bisschen Story noch dazu. Das wäre lustiger gewesen. Jetzt gucke ich gerade Story-Quest müsste dann oben rechts sein im Zeitfeld. Und mal gucken, vielleicht kriege ich dann für mein nächstes. Obwohl, wir können es mal versuchen. Jo, die Rüstung ist gerade abgeschlossen. Du kannst derweil aber Zeitportal in oder PQ offline machen. Ach, man kann das noch gar nicht. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wann man das freischaltet. Aber das hätte ich jetzt eh nicht gemacht. Ich hätte nur gerne geguckt. Und würde es machen, wenn wir auch im TS sind. Krillin. Kann ich als Meister wählen? Aber ich kann wahrscheinlich nur einen Meister haben, schätze ich, oder? Ja. Die Toki-Toki-Stadt ist mysteriös, ja genau. Stadt, schön und mysteriös. Hey, von dir hat Trunks gesprochen. Ich bin Krillin. Also Krillin. Dann denke ich Krillin. Naja, schön, dich kennenzulernen. Ich habe von dir gehört. Trunks hat mich gebeten, dich zu trainieren. Dann kannst du die Geschichte schützen. Die Kämpfe werden angeblich hart. Ich helfe dir, wenn du willst. Du sollst aber keinen Schaden nehmen, also teste ich dich zuerst. Was willst du? Willst du es versuchen? Du kannst darum bitten, ja? Nein. Also wirklich, wenn du nicht einfach. Wenn du nicht willst, dann geh einfach. Ja, mach ich doch. Ich hab dir nur geguckt. Aber man kann es jederzeit umändern, das finde ich gut, aber von Krillin will ich nichts. Ich mag Krillin nicht. Das stimmt immer. Das ist sozusagen der Sündenbock des Ganzen.
So. Ich wollte zwar noch in diesem Part einen Story-Part machen. Aber na gut, werden wir es halt das nächste Mal weitermachen. Wir bleiben einfach hier stehen. Und ja, das nächste Mal werden wir dann mal starten. Und mal gucken, ob ich es, wenn ich nur PQ mache, wie jetzt diesen Part, werde ich es auch eintragen als PQ hinten dran. Ansonsten ist es Story oder beides. Klingt doch einfach ganz easy, oder? Also, bis dahin. Tschüss.